So, das Lagerhaus kann auch da wieder hin. Was brauchten wir denn für die komische Ressourcentorte, genau? Bretter und Eisenstange und Feuerstein, ja. Okay, Futter ist da. Kühe auch. Kartoffeln eskalieren ebenfalls. Wenn das jetzt wieder will, dass ich mich ernähre, dann kriege ich einen Schreikrampf, ne? Ja, natürlich. Ey, komm. Okay. Das ist ja mühsam. Oh, noch eine Schatztruhe. Schön. Erstmal verkaufen. Das war mir jetzt zu viele. Wir arbeiten schon mal am Bäcker. Und Tata. Es wird jetzt gerade sehr knapp mit der Nahrung und dem Reisen. Das Ding ist, weil wenn ich jetzt reise, starte ich dann hier auch wieder beim normalen Mond. Wir werden es rausfinden. Im Zweifelsfall wird das gleich übelst hops gehen. Ja, der aktuelle Mond geht zu Ende. Also. Ja, dann müsste ich eigentlich wieder beim neuen starten. Ja. Dann müsstest du es ja eigentlich wieder hinkriegen, genug Nahrung zu erstellen. Und der Pirat ist auch weg. Mhm. So. Ein Koboldhut. Eine Donnerbüchse. Und ein Eisenschild. Miliz ist am Start. Ich kann aus der Miliz einen Fischer machen. Das ist ja gar nicht mehr so verkehrt. Dann machen wir das so. Den Feuerstein legen wir dahin. Die Flasche da, die Leiche da. Dann haben wir einen Friedhof und können da auch noch Dinge machen. Hut, Schleuder, Holzschild, das Brett. Die Donnerbüchse legen wir uns dahin. Dahin. Essen versorgen wir uns da. Wir können hier nicht entdeckte Karte, Treibholz, Sand, Feuerstein, Bananenbaum, Angelplatz, Affe, Wollbaumpflanze, Banane, Seetang. Angelplatz, also Futter. Baum, Baumwollpflanze, Bananenbaum, Treibholz, Sand, Feuerstein, Seetang. Nicht entdeckte Karten, Chilischote, Affe, Papagei, Banane, Flasche Rum, rohes Fleisch, Goldbarren. Eisenstange, Sandstein, Chilischote, 10. Okay. Ich würde einen Angelplatz haben wollen. Holzkohle. Ein Lagerfeuer und ein Holz dient als Gegenmittel für Schlangengift. Oh, okay. Und Schaluppe. 2 Bretter, ein Segel, ein Dorfbewohner. Gegengift ist schon mal gut zu wissen. Seil. 2x Baumwolle, einmal Dorfbewohner. Baumwollpflanze. Angelplatz.
eine Makrele. Gleich zwei. Sehr gut. Treibholzer kriegen wir Holz raus. Wir haben den Friedhof, da kriegen wir Erdboden, Skelett, Schatztruhe, Leiche oder Katakomben raus. Mhm. Allerdings hast du auch ein paar Karten zu viele. Ja. Das Ruderboot kann ich doch eigentlich Theoretisch bringt mir das Ruderboot nichts, weil ich muss ja im Endeffekt hier weiterspielen erstmal. Mhm. Ich muss ja irgendwie von dieser Insel wieder runter. Frage, ob es hier halt irgendwie eine Karte gibt, wo man auch einen Dorfbewohner kriegt. Wahrscheinlich. Feiern die Makrele und der Affe eine Party? Scheint so. Zwei Holz, ein Stein. Stoff an sein, ein Dorfbewohner für Schiffe. Mhm. Ich muss halt die Rohstoffe irgendwie weiterverarbeiten. Das ist gerade so das. Mhm. Bretter bräuchte ich aber drei Holz. Seil, Baumwollstoff haben wir nicht. Ich kann aber mir hier die Fischparty weitermachen. Nee, das bringt mir nichts, weil die Fische zählen ja auch als Karte. Was braucht denn eine Hütte? Die gilt ja auch als Lager. Da brauche ich Holz für noch. Das ist ja nicht so schlimm.
Einmal Sand wird dann Stein geben. Wir brauchen trotzdem Holz. Es tut mir leid, Freunde. Toll, jetzt haben wir noch so einen Affen. Wie viel Glück kann man haben? Vari, ja. Na, geht doch. Das wird uns jetzt aber nicht viel bringen. Naja, du kannst ja jetzt gleich erstmal Sand verkaufen. Den rohen Fisch vielleicht gleich auf jeden Fall schon mal aufs Lagerfeuer schmeißen. Damit er nicht verdirbt. Mhm. Ja, wobei der verdirbt ja noch nicht. Aber es kostet mich ja nichts in dem Moment. Weniger Karten. Ja, nee. Ist ja gleich viel. Hm. Mach da noch schnell ein Brett draus, Mann. Neun Karten ist halt schon hart. Köttel. Vier. Halt weh, aber naja. So, das Haus. Zwei Holz, ein Stein. Es gab doch auch die Hütte. Die Hütte, ein Holz, ein Stein, ein Stock. Ach komm. Ein Holz, ein Stein, alles klar. Wobei, jetzt kannst du, wenn du Glück hast, ein Holz, ein Stein, ein Stock, eine Hütte. Ein Stein. Ich habe. Achso, du meinst Sandstein. Ja, ne, machst jetzt da den aus einem Holz einen Stock und dann kannst du dir eine Hütte bauen. Da kannst du mehr Karten lagern. Meinst du, dass Sandstein als normaler Stein zählt? Ich würde es versuchen. Ja, was anderes habe ich auch nicht. Kann ich auch nicht machen. Affe, halt die Klappe. Sandstein, Stock und Holz. Ja, eine Hütte bauen. Oh, Gott sei Dank. Mhm. Blue, vielen lieben Dank für deinen Raid und Hallöchen, Raiders. Na, wie war euer Stream? Ihr habt Phasmophobia gespielt. Uiuiui. Na, wie oft seid ihr gestorben? So. Können wir jetzt vielleicht diese Affen loswerden? Die sind ja furchtbar. Ach, warum? Danke fürs Durchwischen. Bitte gerne. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich versuche jetzt Richtung Schiffbau zu gehen. Damit ich die Schaluppe hinkriege. Ich brauche ein Segel. Und für ein Segel brauche ich ein Stoff, ein Seil, ein Dorfbewohner. Und für ein Stoff brauche ich viermal Baumwolle. Ja, dann. Ja, wie gesagt, die beiden Affen zählen ja auch als Karte. Ja.
Vielen lieben Dank für dein Abo, Chris, und ebenfalls ein frohes Neues. War gut. Ändern der Einstellung für Fortnite hat tatsächlich was gebracht. Ich bin einmal gestorben. Ihr habt doch Phasmophobia gestreamt. Ich bin irritiert. So ein Seil haben wir ja schon. Das heißt, wir brauchen 4 Baumwolldinger. Dann haben wir Stoff. Und glaub mir, ich kann diese Affen hart ignorieren in dem Moment, weil die machen da hinten einfach mit den Muscheln irgendwie Party. Ich grenze die einfach ein. So, ernähren. Gönn dir. Let's face. Weiter. Mission Stoff geht los. So, Baumwolle, das wird dann Stoff. So, Stoff, Seil, 2 Bretter, Dorfbewohner. Verdammt. Was war das, Schaluppe? 2 Bretter, 1 Segel. Ach so, warte. Okay. Segel. Segel ist bestimmt Stoff und Stoff und Seil, oder? Ja. So, das heißt, ich brauche das Segel, die Bretter, den Fischer. Und dann kann ich mit der Schaluppe wunderbar bequem 10 Karten transportieren. Ressourcen rüberschaffen zum Lagerhäuser bauen. Und einen zweiten Dorfbewohner mitnehmen. Mhm. Und dann geht los. Das ist der Plan. Stelle eine Fischfalle her. Alter. Eva. Ja, Luffy, die Bemerkung hatten wir des Öfteren schon. Ja, das ist tatsächlich so ein Solitär-Genre-Game irgendwie. Aber ja, genau das trifft's halt ganz gut. Kannst du schon Goldbarren rüberhauen? Ich kann hier Goldbarren kriegen. Für 10 Muscheln. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Plan. Die Affen kann ich nicht mitnehmen. Du hast mich dieses Mal tatsächlich erwischt, Eva. So, der Hund isst jetzt erstmal neben mir. Rohrzucker, rohes Krabbenfleisch. Das packen wir erstmal aufs Feuer. Dann streiche ich mir den Tag rot im Kalender an. Ja, mach das mal. Aalköder. Beim Ansatz dieser Fischfalle kannst du mit Hilfe einer Banane einen Aal fangen. Okay. Komposter. 2 Köttel, 1 Brett, 1 Ziegel, 1 Dorfbewohner. Verwandelt 5 Nahrung in Erde. Oh, okay. Beim Einsatz einer Fischfalle kannst du mit Hilfe einer Limette einen Thunfisch fangen. Glas. Eine durchsichtige Ressource. Yay. Und die Donnerbüchse vielleicht auch wieder mit nach Hause. Bennerei. Die kann ich nicht mitnehmen. Die kann ich nur über einen Bewohner mitnehmen. Ein Ofen, eine Eisenstange, ein Brett zur Herstellung von Alkohol. Ui. Oh, jetzt wird's spaßig. Mhm. Dafür der Rohrzucker. Mhm. Ja, den Alkohol, ich hatte irgendwie eine Rumflasche oder so gefunden. Dafür habe ich erstmal irgendeinen Erfolg gekriegt, weil ich den getrunken habe. Upsi. Aber wir haben noch ein paar Muscheln über. Ja, ich wäre da jetzt auch erstmal in Richtung Goldbarren noch weitergegangen. In der Hoffnung, wir brauchen sie ja. Jo.
Idee, Sandgrube, ein Dorfbewohner, ein Sand, ein Feuerstein, ein Holz und Gerücht, Haiköder. Mhm. Ja. Und mehr Krabby-Fleisch. Mhm. Okay. Sand zu Sandstein. Macht zweimal Sandstein was? Nein. Was brauchst du denn für diese Fregatte? Da brauchst du auch irgendwas mit Segel und Seil. Für die Fregatte 10 Bretter, 3 Segel. Hm. Dann kann ich 25 Karten transportieren. Ich meine, die Bretter kann ich ohne Probleme hier herstellen. Aber ich glaube, du brauchst auch so ein oder zwei. Ne, brauchst du schon zwei Dorfbewohner für. Mhm. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Mache ich mir ein kleines. Wird der halt irgendwie verunfallen? Oder so? Keine Ahnung. Nee. Naja, du willst ja eh erstmal Dorfbewohner rüberholen. Ich muss eh erstmal ein kleines Bötlein machen. Also ich muss so oder so die Schaluppe erstmal bauen. Ja, ja. Beziehungsweise die habe ich ja schon. Und dann kann ich die Sachen erstmal rüberschaffen, die anderen Dorfbewohner hierher holen und dann gib ihm. Kochter Krampfleisch, jo. Erstmal das Holz verarbeiten. Zu einem Brett. So, ich werde nun aber mal schlafen gehen. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Stream ebenfalls. Gute Nacht, mein Hase. Schlaf schön. Und bis morgen. So, Krampfleisch ist gedingselt. Chilischote kann ich nicht machen. Brett, Brett, Brett. Was war nochmal Hütte? Ein Brett, ein Stein. Ah, nee, ein Stock. Stein. War das nicht Stock, Sandstein, ja. Holz? Ich glaube, das war Lagerhaus, oder? Nee, Lagerhaus war das mit Stange. Hütte. Das war die Hütte. Ja, ein Stock, ein Stein, ein... Ja. Ein Holz, ein Stock, ein Stein. Ich liebe dich auch. Und natürlich passe ich auf mich auf. Ja. Stein hätten wir. Ja, Holz brauchst du noch. Ja, deswegen verkaufe ich lieber erstmal da die Baumwollpflanzen. Die kurz vorm weggammelnden Chilischote. Und den Rohrzucker, der ist auch kurz vorm Weggammeln. Den kannst du beim nächsten Mal dann loswerden. Ja, den habe ich jetzt schon verkauft, weil... Ja. Macht den Kohl nicht fett. So, der fast weggegammelte Fisch wird gegessen. Sehr schön. So, dann... Mission Holz und Hütte. So, mach mir da einen Stock draus. Stock, Holz, Stein, Dorfbewohner. Hütte it is. Dann sind wir nämlich auch schon so. Ach, guck mal. Ja, esst mal eure gekochte Krabbe. Ein Piratenschiff erscheint. Oh je. Wir verlassen fluchtartig die Insel. Nö.
meine Insel. Jetzt könnte ich abhauen. Waffe! Genau. Donnerbüchse statt Angel. Du hast eben immer noch als Fischer. Jack ihn erst noch ein bisschen hin und her, bis er müde ist. Ich kann ja erstmal das Limit hier ausreizen. Wird aber schon schneller, oder? Ich habe schneller gemacht. Ach so. So. Mach schneller, mach schneller, mach schneller. So, jetzt aber. Gib ihm. Wenn ich jetzt wieder verliere, ne? Weil ich gestunt bin, dann schrei ich. Na, geht doch. Oh, Tigerpelzmantel. Mhm. Schick. Verändert jetzt halt nichts. Aber das ist egal. Guck mal auf die Karte, was er dir sagt, wie viel. Jetzt hast du den Tigerpelz an? Mhm. Jetzt stand er nämlich von 30. Von 30. Und gerade war er nämlich niedriger. Jo, das ist doch schick. Schick also? In Nichtstrick. Geil, mal mit so einem Koboldhut und so einem Tigerpelzmantel. Ja, es hat und schon einer Donnerbüchse. Was, ne? Also, da ist er schon. Können die Piraten jetzt kommen? Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zum Hauptding. Unser kleiner Ausflug in diese komische Welt. So, die Kühe eskalieren da oben auch schon wieder. Hier, du hast hier gerade so super gekämpft. Drei Kartoffeln. So. Schaluppe packen wir mal dahin. Schmelzhütte. Eine Münze. Warum auch immer da schon wieder eine Münze rumliegt. Und rohes und Fleisch. Fangen wir da oben hin. So, was war hier der Auftrag? Wir brauchen Goldbarren. Mhm. Das ist aber, glaube ich, die Aufgabe für den nächsten Stream. Denn wir haben schon wieder 12:45. Aber wir können noch eben einmal den hier nackig machen. Genau, du hattest diesen Dorfbewohner, der irgendwie schon 20 von sich aus hatte irgendwo. Keine Ahnung wo. Der ist wahrscheinlich da irgendwo. Nee. Okay. Da ist kein Dorfbewohner mehr dazwischen. Ist ja nicht schlimm. So, den ziehen wir damit schon mal an. Der bleibt dann hier. Der hat alles. Der hat auch alles. Der hat nichts. Wir müssen erstmal hier dafür sorgen, dass die alle wieder Futter haben. Na, ich glaube, er muss ja jetzt aber auch 2 Tage Essen produzieren oder sowas, bevor du wieder lossegelst, damit du wieder so einen gewissen Grundstock hast. Ich weiß, was du meinst.
Wobei ich jetzt halt überlegen könnte, ob ich nicht wirklich noch mal ein paar Bauernhöfe mache. Und dann Obst anbauen. Und dann einfach Erdbeeren oder Karotten. Karotten. Hattest du noch? Ja, Erdboden hast du noch. Oh, Erdboden, ich kann nicht. Wobei du halt auch zur Not erstmal vorübergehend die Karotten auf Erdboden oder die den Erdboden so mit nutzen kannst. Ja. Habe ich auch eine Weile gemacht. Ja, aber wozu? Stimmt. Ich hab doch die Rohstoffe. Ich sitze ja quasi drauf. Ich habe die Leute, die mir die Rohstoffe super schnell herstellen können. So, ein Brett gleich noch. Ziegel hast du genug? Mehr ja. Als genug? Eben drum. Sehen da meine müden Äuglein? Ein seltsames... Es geht wieder los. Ein seltsames Portal. Natürlich an der Stelle, wo wir es gar nicht brauchen können. Wie immer. Yep. Ach, das Eisenvorkommen brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ofen, Kantine. Schieben wir mal das Essenszeug da oben hin. Eine Karotte hast du da schon liegen, die kannst du vielleicht gerade mal mit anpflanzen. Das ist die ausnahmsweise Karotte. Mhm. Das kommt dahin. Das Glas kommt zur Flasche da unten hin. Einfach für die schlechten Zeiten. Da haben wir Holz. Kann der Hund eigentlich? Ich okay. Kann den Hund also als Macher einstellen. Okay. Ja, der kann alles, was ein Dorfbewohner kann, nur halb so schnell. Ich war jetzt gerade irritiert, muss ich gestehen. Es hat mich so ein bisschen... Nun. Also für die Karotten würde ich dir auf Dauer dieses Gewächshaus empfehlen. Ja, ja, weil das dann einfach passiv... Genau, die weil ganze das einfach Zeit nebenbei das weiterläuft. Und du brauchst 2 Eisenbarren, 2 Glas... Und dann entweder eine Erde, einen Garten oder eine Farm. Und einen Villager. Mhm. Also auch gar nicht mehr so weit weg, wenn wir nochmal Glas bekommen. Mhm. Kann der Hund die Kuh angreifen? Tatsache. Macht aber wenig Sinn. Oh, das klingt nach Rattenohren. Bams! Ja, alles durcheinander würfeln. Nee, das geht tatsächlich sogar noch. Doch keine Rattenohren. So. Dann werden wir jetzt noch hier die Bauernhöfe eben fertig machen. Ein Erdboden. 2 Bretter, 2 Ziegel.
2 Lemminge. Na, theoretisch kannst du noch eins machen. Fehlt dir genau ein Holz. Lass mal hier unten wieder kurz ein bisschen Ordnung machen. Also was der Hund bellt, macht mich wahnsinnig. Großfriedhof anlegen. Yay. Holzfällerlager. Ein Holz brauchen wir noch. Auch eine Runde Fleisch durchbraten für Nahrung. So als kurzen Überbrücker. Ja, wobei, wir sind eigentlich noch gut aufgestellt. Wenn jetzt gleich noch die Karottenproduktion losgeht. Für den... Ja. Für den Bauernhofi. So, dann machen wir einfach mal rohes Fleisch. Dein Ofen ist mit einem Omelett verstopft. Igittigit. Das ist ja frech. Was fallen ein, die Ofen? Kühe, da hast du noch mal kurz Glück gehabt. Oha. Ich habe kurz eine Eiquelle gefunden, die ich so nicht mehr auf dem Schirm hatte. Jetzt muss aber frittiert werden. Linie darf jetzt halt nicht leer laufen. Ja. Was brauchst du nochmal für ein Gewächshaus? 2 Glas, 2 Eisendinger und... 2 Eisenbarren. 2 Glas und entweder Erde, einen Garten oder einen Bauernhof. Und einen Dorfbewohner. Und einen Dorfbewohner, genau. Ich könnte gucken, ob man das in der Schmelzhütte... Ah, ich kann es nicht auf die Schmelzhütte packen.
Ich denke mal, das den Glas. Den Eisenbarren kriegst du von dem alten Dorf. Ach so, Eisenbarren. Ich dachte Eisenstange. Eisenbarren. Mhm. Aber ja. Altes Dorf hast du ja. Jetzt auch in Produktion. Die Durchbratrate. Freilaufende Mukus. Uff, uff, uff. Eine Münze. Danke. Da. 2, 4, 6, 2, 4 und 6. Die Hälfte für den nächsten Tag hast du schon wieder zusammen. Der fahrende Händler. Endlich. Wie viel können wir verkaufen und wie viel Kohle können wir in den fahrenden Händler stopfen? Wir machen erstmal Essen fertig. Mhm. So. Wir räumen dich zur Seite. Ihr seid jetzt erstmal alle uninteressant. Kantine. Gebratenes Fleisch. Frittata. Wir haben hier 2, 4, 6. 2, 4, 6. Suppe. So, das, das, das. Den fahrenden Händler schieben wir mal hier unten hin zu unseren Sonderkarten. Du bist auch fertig. Schön. Hier oben starten wir mal noch ein bisschen. Die Einsatz-Action. Du müsstest auch gleich mal wieder eine Runde Kartoffeln anbauen. Ja. Das ist korrekt. So. Magier, du bleibst hier. Ich habe ja Dinge gelernt. Wir haben 148. Das ist okay. Wir können noch 3 Friedhöfe verkaufen. So. Da ist schon mal ein Kelch. Ah, das ist alle. Noch ein Schlüssel. Oh, noch ein Schlüssel. Das ist jetzt, meine Freunde, absoluter Trigger hier. Ja, aber sehr schön viele alte Bücher. So neue Ideen. Oh ja, so. Varieskalation Teil 1, Ende. Komm, den Kelch packen wir mal nach da oben. Warte, da war doch noch irgendwo eine Schatztruhe. Da, genau. Okay, Münzen, wow.
glaube, du kannst ihm die Sachen auch verkaufen oder ging das nur über den Markt? Weiß ich nicht mehr. Das geht nur über den Markt. Ja. Alter Wälzer. Brett. Ziegel. Warte. Alter Wälzer. Eisenstange. Köttel kann weg. Noch ein alter Wälzer. Noch ein Ziegel. Stock. Eisenstange. Münze. Noch ein alter Wälzer. Das hat noch Sinn gemacht, das zu verkaufen. So, dann verkaufen wir das. Verkaufen wir magischen Staub. Ich glaube, den Speer kannst du auch verkaufen. Ah, der macht auch wenig Sinn, das ist richtig. So, den Apfel. Hast du noch einen Dorfbewohner, der noch keinen Job hat? Oder hast du sie mittlerweile alle ausgerüstet? Ja, bis auf den hier und den hier unten sind die eigentlich soweit alle Taco. Nee, es ging jetzt darum, eventuell einen zum Erkunder machen. Weil der schneller, glaube ich, auch mit den Büchern fertig ist. Um die Welt da zu erkunden. Ach so, das ist ja kein Thema. Das kann man ja einfach wegmachen. Three Tatas. So. Fünf Bretter, fünf Ziegel, drei Eisenstangen. Bei Dorfbewohner. Es geht wieder los. Marie möchte mehr von diesen Mänteln. Und Marie möchte dieses Schwert. Ja. So. Fünf Ziegel, dann brauchen wir noch zwei Ziegel. Das ist ja nicht das Thema. Und noch drei Bretter. Auch das sollte kein Problem sein. Karotte, Kartoffel. Ach, da ist ja noch ein Holz. Guck an. Da ist noch ein Dorfbewohner. Ist einfach so entstanden. Ja, komm, der kam einfach so. Also, kostenlose Dorfbewohner. So, was haben wir hier? Drück ihm gleich ein Schwert in die Hand. Idee. Er wird gleich gebraucht. Tamago-Sushi. Omelette plus Seetang-Sushi mit Ei. Seetang hatten wir auf der anderen Karte. Mhm. Okay, ich habe das System hier verstanden. Wenn Kartoffeln zuerst liegen, werden dann die Eier dazugenommen. Liegen Eier zuerst da, werden Omelette draus. Idee Kran. Eisenstange, Brettstock, magischer Stab. Hebt Karten von einem Ort zu einem. Okay. Hä? Ja, dann kannst du schneller, glaube ich, eine größere Range umplatzieren. Ach so. Denke ich. Denke ich zumindest.
Popcorn, Obstsalat, hey, hey. Hallo, es eskaliert doch nicht so. Also Ideekran verkaufen. Oh, Glas. Schmelzhütte, Holz und Sand. Interessant. Gut zu wissen. Ach ja, wir haben ja wieder Dinge verkauft. Fahren dahinter, kommen Sie mal her. Ich kröte mir jetzt noch eine. Mhm. Möchtest du dann nochmal so einen Temple Run machen, oder? Ich arbeite gerade hart drauf hin. Gut, dann würde ich, glaube ich, den Dämon nochmal einmal mitmachen. Danach bin ich auch auf. Und danach muss ich, glaube ich, ganz dringend aufs Couching. Uiuiui. Ja, es muss morgen noch einiges passieren im Garten, sonst wird nichts aus meinem Mädelswochenende. Ja, okay. Und dieses Mädelswochenende ist ganz dringend notwendig. Für meine Nerven. Verständlich. Vor allem, weil ich Donnerstagmorgen erst noch mal einmal bei diesen Ärzten vorbeischauen muss. Nach Besprechung von diesem Neurologenbefund. Mhm. Hör auf. Werde ein Schnitzel. Ach, du gehst jetzt einfach ins, ein Tier, Steak. Ins Tiergehege. So, hast du davon. Ziegel. Und dann brauchte man dafür drei Dorfbewohner. Okay. Ein Ziegel. Warte mal, da fehlt noch ein Ziegel, ne? Ja, da fehlt noch ein Ziegel. Verdammt. Egal. Und dann mit allemand Ruf. Mhm. Und ich gebe zu, ich habe hier komplett die Kontrolle über alles verloren. Aber so vielleicht komplett. Auch der Uhrzeit ein wenig geschuldet. Ja. Aber sowas von. Ein seltsames Portal ist erschienen. Ja, super. Das können wir gerade super brauchen. Mhm. Das stört. Aber Sushi können wir herstellen. Okay. Das, meine Freunde, ist die wunderbare Sturmluft. Ja. Fenster ist auch schon sofort wieder zu. Ach, alles gut. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir können eine Goldmine haben wir entdeckt. Mhm. Schön. Was haben wir noch entdeckt? Eine leere Flasche. Lagerfeuer plus zweimal Glas. Mhm. Flasche Rum, Brennerei, Rohrzucker und eine Flasche Wasser. Okay. Idee, Münze, Schmelzhütte, Goldbarren, Holz. Aha. Und Kochtopf. Mhm. Und das war der Ressourcenmagnet, den wir sowieso noch irgendwann machen möchten. Okay. Das ist ein Gewächshaus. Ach, guck an. Wer hätte es gedacht? Hochtechnisiertes Gebäude. Mhm. Ich habe gehört, unsere Bauernhöfe möchten alle Gewächshäuser werden. Oh ja. Das wird die reinste Farming-Simulation.
Und dann die Magneten daneben, dass alles, was rausplöppt, auch bitte direkt dahin plöppt, wo es hinplöppen soll. Genau. Dann brauchen wir noch jeweils einen Magnet neben der Kühe und neben der Hühners. Oh ja. Alter. So, und jetzt ist es... Du hast unten noch eine Schatztruhe, noch Schatztruhen zum Öffnen. Ach, guck an, wo kommen die auf einmal her? Von deinem alten Dorf. Mhm. Jo, ernährt euch. Und davor die Reihe Lagerhäuser. Genau. Richtig. So, Milchshake, Kantine. So, ich muss jetzt aber gucken, nicht, dass ich das jetzt hier verbasel. Karotten, Kartoffeln, Kartoffeln sind die Karotten. Ich muss mal einmal hier kurz eine Inventur machen. Mhm. Eier sind auch reichlich da. Mhm. Die Öfen vielleicht nochmal. Die müssen jetzt auch einmal nochmal ordentlich angeheizt werden. Das Fleisch ist da drin. So, dann. Das ist die geheime Zwiebel. Können wir das hier rüber schieben? Da die Kartoffeln hin, da die Karotten. Schuggel dich hier einfach zurecht, ist okay. So. Mission Tempel läuft auch. Was ist das? Ressourcenmagnet. Achso, Eisenstange. Ja gut, das ist uninteressant. Der Eier laufen. Aber wissen bei mir. Ja, können wir alles brauchen. Mhm. Spiel, schieß nicht mal so daneben. Oh, Martine. Ich will fertig werden hier. Karotte, Karotte, Karotte. Essen ist wieder am Start. Ah, die Kühe, sie machen wieder alles kaputt. So, Tempel ist auch da. Dorfbewohner, du hast da eine Kuh. Noch ein Dorfbewohner. Echt? Ja. Er ist unbewaffnet. Ja, den hatte ich ja gerade da vom Dorf weggezogen. Ach so. Deswegen war ich jetzt gerade irritiert und dachte mir so, was? Der ist Entdecker, habe ich beschlossen. Mhm. So.
Man nehme. Ein Tempel. Erstmal alles hier zur Seite packen. Warte mal, kann ich eigentlich die drei Öfen so hinsetzen? Ja doch, aber ich glaube, es funktioniert trotzdem nur einer. Das ist ja erstmal egal, wir haben weniger Müll im Weg rumstehen. So, man nehme einen goldenen Kelch, man nehme einen Tempel, man mixe das zusammen, starte das Ritual und habe erstmal die ganze Seite voll. Bam, 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 bam. Bis der einmal durch ist, fängt das vorne wieder an. Oh nein, ist einer verstorben. Oh nein, noch ein Mage hat das zeitliche gesegnet. Naja. Der Hund wird gleich sterben, wenn das so weitergeht. Wollen mitspielen? Ja, bewirf den Dämon mit Karotten. Ein Dämonenschwert, Mission erfüllt. So, wer hatte denn jetzt nochmal diesen lustigen Mantel? Ich glaube, der mit den sieben, der Magier mit den 37. Mhm. Mhm. Verliert zwar dann seinen Magierposten. Jetzt ist er aber bei 30 nur, aber insgesamt wäre er bei 40. Ja, wäre er sonst aber auch gewesen. Ja. Nee, das ist dann nicht ganz so. Wo ist denn der mit dem Tigermantel? Der hatte doch auch ziemlich gute Werte. Also ziemlich hoch. Oder liegt der Tigermantel? Nee, der hatte eine... Wenn der 12 hat, hat er jetzt auch 12. Okay. Wir füttern die erstmal alle. Alter. Fünfunddreißig hat der mit Regen. Ja, so hat er 15. Also das gibt dann halt immer diese 10 da noch dazu im Zweifel. Ja. So, wir haben den 30er, wir haben den 33er. Der wäre auf 35, wenn er voll Level hätte. Der wäre 30. So wäre er 40. Ja, das ist der mit dem Tigermantel, ne? Mhm. Mhm. Dann hast du ja nämlich jetzt 2 mit 40 und einen mit 35. Ja. Jetzt kann auch erstmal kein Dämonenschwert mehr droppen. Aber der Mantel kann noch kommen. Ja. Aber das ist nichts mehr für heute. Nö. Und ich krieg auch sowas wie Müdigkeitskicks. Ich werde jetzt auch, glaube ich, mir nur noch den... Nein, auch den, das Let's Play davon werde ich mir heute nicht mehr geben. Wir haben ja Dinge gelernt. Mhm.
So, wir haben Miliz. Ich sortiere mir das jetzt hier nur einmal noch zurecht, damit das einmal schön ist. Und dann starte ich noch für das nächste Mal die Produktionsketten und dann war es das. Miliz, Miliz, Magier, Magier. Schwertkämpfer, Schwertkämpfer, Schwertkämpfer. Bogenschütze. Wuffi, Wuffi, Wuff. Und Krieger. So. Berg, Berg, Wald, Katakomben. Friedhof, altes Dorf. Da haben wir noch einen nächsten Friedhof in der Mache. Universität, da haben wir noch eine Karte. So, da oben schubbelt sich die Milch ein zurecht. Den magischen Staub könntest du eventuell noch in der Kiste entsorgen. Ja, oder halt eben noch Waffen oder ähnliches erstellen. Nein, in der Ressourcenkiste lagern. Ach so, meinst du? Ja, gut, klar. Weil du das nicht so häufig brauchst. Stimmt. Und wenn, dann meistens nur ein oder zwei Stück von. Mhm. Das kommt hier hin. Kantine kommt wieder zu den Öfen. Die Öfen kommen hier unten hin. Da daneben, dann habe ich da einen guten Überblick immer. Mhm. Dann haben wir hier die Bauernhöfe. Die Äpfel können wir hier hinpacken, weil brauchen wir erstmal. Ja, wobei die mache ich hier nicht hin, weil dann haben wir da ein bisschen Pufferzone. Die Äpfel und die Zwiebel kommen wir nach da hinten. Die Karotten bestücken wir einmal nochmal im Bauernhof. Kartoffeln packen wir hier daneben. Bestücken wir auch nochmal die Bauernhöfe eben schnell. Dann kann das hier rüber. Dann freue ich mich, wenn ich das nächste Mal das Spiel wieder starte, dass es so schön aufgeräumt ist. So, da geht es 3, 2, 1, Eskalation! Genau. So, damit kann man doch leben. Ja. Dann speichern wir das Ganze. Gehen zurück zum Menü. In die Just-Chatting-Szene. Flug machen das Spiel aus, sagte er. Die Musik an. So, Freunde. Dann bedanke ich mich schon mal bei dir, Müll, fürs Dabeisein. War mir eine Ehre, ein Fest und ein Gänseblümchen pflücken. Sehr schön. Und ich wünsche euch allen noch eine zauberhafte Nacht und sage bis die Tage. Tschüss. Genau, ebenfalls. Tschüss. Dann mache ich auch schon mal hier Discord zu. Dann gucken wir mal, wo wir euch jetzt hinschicken. Wer denn noch online ist, will man da noch eine Freude machen können, wenn Twitch inzwischen wieder funktioniert. Ja. Spielt denn noch jemand Stacklight? Nichts auf Deutsch.
Dankeschön, Ray. Auch dir gute Nacht. Dann gucken wir einfach mal, wer sonst so allgemein noch online ist. Was könnten wir uns denn angucken? Ist jemand Deutsches da, der Angst macht? Wenig noch viel. Da ist nichts Passendes. Ja, ich glaube, dann werden wir einfach rüber zu Satisfactory raiden. Oder hast du noch Stranded Deep? Dann hau mal rein. Dann raiden wir dahin. Dann gucke ich da auch vorher nicht rein. Wir das Ganze mal vor. Locke TV, alles klar. Dann raiden wir da gleich einmal rüber. Schreiben eben Text. Die Varigang und angerauscht. Da können wir das gleich kopieren und in den Chat rein posten, aber irgendwie hat er den Namen nicht richtig genommen. Guck ich mal eben nochmal. Ist wahrscheinlich irgendwo ein Unterstrich oder sowas dazwischen. Ach, das ist eine Null. Aha. Nein, alles gut. Hab's rausgefunden. Es ist eine 0, kein O. So. Streamt gerade Stranded Deep. Ein kleiner Streamer. Lasst da ein bisschen Liebe da. Wir sehen uns, wenn ihr mögt, morgen eventuell. Ich denke mal wieder so um 20 Uhr. Mal gucken, was wir spielen werden. Je nachdem, wie es meine Laune so zulässt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch eine angenehme Nachtruhe. Schlaft schön und ansonsten spätestens bis Donnerstag beim Dedo. Macht es gut. Tschüss. So, was spielt denn dem Dave? Dem Dave spielt... Funkoman. Was? Kann ich das nochmal hören? Funkoman. Moment, ich muss erstmal wieder auftauchen. Da bin ich. Ist tatsächlich aufgetaucht.